Wer noch überlegt hat, ob er das DKB-Konto eröffnet oder nicht, der kann es jetzt machen. Denn die Entscheidung ist durch. Das Konto ist und bleibt auf jeden Fall kostenlos. Es haben sich aber einige Konditionen geändert. Schätzungsweise werden 99% der aktuellen Kunden, der Bestandskunden, sehr, sehr froh über die Entwicklung sein. Es gibt aber, es ist eine Weichenstellung. Und auf diese Weichenstellung gehen wir in diesem Videoclip ein. Und zwar vorhin veröffentlicht, ich habe eine Übersicht gemacht, die Gegenüberstellung zwischen bisher und neu. Und Sie sehen dann auch gleich einen Unterschied. Die Tabelle hat nämlich drei Spalten. Und zwar wird unterschieden künftig in Aktivkunden und in ja nicht Aktivkunden. Ich habe sie jetzt hier Passivkunden genannt. Ich weiß gar nicht, ob es da schon eine Bezeichnung für gibt. Hier wird dann die Definition, beziehungsweise wenn man hier raufklickt, sieht man, was man machen muss, um ein Aktivkunde zu werden. Wir gehen im Verlauf des Videos aber definitiv darauf ein. Das Wichtige vor allen Dingen, und das war so ein bisschen meine Sorge, als ich auch gehört habe, es gibt Konditionsänderungen. Die Kontoführung, die bleibt definitiv kostenlos, die Girocard bleibt kostenlos und auch die DKB Visa Card bleibt kostenlos. Erste Neuerung gibt es beim Bargeld abheben. Nicht die 1000 Euro, die gab es schon immer als, oder zumindest die letzten Jahre als Höchstgrenze. Wir haben jetzt aber, dass man 50 Euro abheben muss am Automaten. Und scheinbar konnte man das, habe ich nie gemacht, schon ab 10 Euro. Das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen, wo die DKB auf die Kostenbremse tritt. Wenn Sie uns schon länger verfolgen, wissen Sie das, dass Banken hier in Deutschland ungefähr 1,75 € an Gebühren zahlen. Für uns als DKB-Kunden ist das ja frei, die Bargeldabhebung. Die fallen aber trotzdem an. Und wahrscheinlich ist das das, wo die Bank halt Geld spart, wo sie aber uns als Aktivkunden einiges wiedergibt. Wir kommen gleich darauf zu sprechen. Was irgendwie spannend ist, es sind ja schon einige Kommentare eingegangen, das trifft nicht auf die Junior-Konten zu. Also auf alle U18-Konten kann man auch unter 50 Euro abheben. Ich glaube, da hat die DKB Herz und Verstand zeigen lassen, dass wenn jetzt junge Leute rangeführt werden, auch kleine Beträge am Automaten abheben können. Vielen Dank an dieser Stelle. Ganz spannend, Auslandseinsatzentgelt. Und das ist, ich freue mich. Ich freue mich riesig und ich bin auch sehr dankbar, dass es dazu gekommen ist. Ich habe hier reingeschrieben, unsere Tabelle, da folgt auch definitiv, kommt da noch ein separater Artikel, der genau zeigen wird, wie das funktioniert. Und ja, auch ein bisschen wahrscheinlich feiern wird, dass es eingeführt wird, weil das war ja von uns ja auch eine Idee, eine Forderung oder wie auch immer. Wer in der Timeline zurückscrollt, der findet einen älteren Artikel, wo wir das gefordert haben, wo wir von ganz, ganz vielen Bankkunden unterstützt worden sind, die auch geschrieben haben, sie würden die DKB mehr benutzen, wenn das wegfällt und nicht quasi dieses Ausweichprogramm über andere Kreditkarten fahren. Da hat die DKB, glaube ich, sehr schlau gehandelt. Aber hier sieht man auch den ersten Unterschied zwischen den künftigen Aktivkunden und den künftigen Passivkunden. Für die gilt das nicht. Die kommen nicht in den Vorzug. Die haben weiterhin das Auslandseinsatzentgelt beim Zahlen mit der Karte und, was neu hinzukommt, auch beim Bargeld abheben im Ausland. Also euroweit nicht, da fällt dir keiner keins anfallen. Aber künftig wird es denn auch sein, aber das ist dann erst Ende 2017, dass Passivkunden da auch ein Auslandseinsatzentgelt dafür bezahlen müssen. Das ist ganz ausführlich, die Tabelle. Ich blende Ihnen einen Link ein, wo Sie jetzt auch im Video direkt auf die Tabelle kommen können und sich im Detail anschauen können. Um das Video ein bisschen knapp kürzer zu halten, gehe ich mal ein bisschen schneller durch. Es wird ein Visa-Tagesgeld geben. Das ist eine virtuelle Kreditkarte. Hier spart man auch Kosten, um nicht unbedingt eine zweite Kreditkarte physisch auszuliefern, die dann sowieso nur rumliegt eigentlich oder im Bankordner abgeheftet wird. Das macht das Ganze auch nochmal etwas günstiger für die Bank, aber wahrscheinlich auch praktischer für uns und vor allem wir zahlen ja nichts dafür. Hier gibt es noch einen Unterschied beim Dispo-Zinssatz. Ist ja auch die Frage, wie viele Passivkunden überhaupt den Dispo in Anspruch nehmen. Ich glaube, das ist hier kein großer Punkt, wo man drüber sprechen muss. Hier in dem Bereich weitere Services habe ich so ein bisschen die Übersicht von der Bank übernommen, wo jetzt mir noch nicht alle Details klar sind. Da werden wir in der nächsten Zeit nochmal separat was nachschießen. Sie können sich aber diese Tabelle schon mal quasi als Reiter oder so abspeichern, weil wir werden die Ergänzung denn auch aus dieser Übersicht vornehmen. Das wird nochmal spannend, was diesen Part hier betrifft. Bei den Sachen hier, wo es um diese Cashbacks und sowas geht, da sieht man auch einen großen Unterschied zwischen, also ich habe es jetzt wenig genutzt, aber es gibt Leute, die nutzen es mehr als Aktivkunde, aber wer das nutzt, der wird zu 99% vermutlich sowieso ein Aktivkunde sein, das ist jetzt nicht ganz so dramatisch. Für einige vielleicht, der DKB-Club, der fällt weg, die gesammelten Punkte stehen auf 5
Jahre zur Verfügung können eingelöst werden. Spannend, es gibt dann ein individuelles Kartendesign, also man kann ein Foto oder ein Bild hochladen und kann statt dieser schwarzen Weltkarte dann ein eigenes Foto auffarben. 20 Euro kostet es halt einmalig. Ja, bis jetzt, ist jetzt, da muss man später mal reingucken, wie das genau der Prozess funktioniert. Das ist ja erstmal die erste Ankündigung. Es ist ja gesetzlich vorgeschrieben, dass wenn eine Bank die Kondition wechselt, dass sie die mindestens 2 Monate vorher ankündigen muss. Und das hat sie jetzt getan. Da sind jetzt die Kondition bekannt, aber noch nicht der ganze Prozess, wie das dann funktioniert. Wir werden darüber berichten. Also es lohnt sich, unseren Kanal zu abonnieren. Kontoöffnung, das kennen Sie, mindestens 18 Jahre, das bleibt wie bisher. Kontoöffnung über Minderjährige, über die Eltern, gibt es wunderbare Anleitungsartikel auf unserem Portal, auch Video dazu. Und sonst, ja, auch das Weitere ist bekannt. Wo ich Sie einladen möchte, ist, wir haben spontan gewechselt. Wir hatten für Samstag ein Webinar geplant für unseren Bankkundenguide. Aufgrund der aktuellen Lage Thema gewechselt. Wir werden die neuen Konditionen besprechen. Sie können alle Fragen stellen. Sie können jetzt auch schon Fragen stellen über die Kommentarfunktion, sodass wir uns auch für Antworten vorbereiten können, also auch Fragen ja, aufbereiten. Werden wir besprechen die neuen Konditionen. Sie können auch live Fragen stellen. Es gibt aber nur 100 Plätze, das liegt an unserer Webinar-Software, die wir verwenden. Da können nur 100 Leute dran teilnehmen. Von daher seien Sie, falls Sie sich interessiert und Sie sich da Zeit nehmen wollen am Samstagabend, melden Sie sich an. Sie können es auch weiterempfehlen, solange die 100, also es wäre schön, wenn der Raum voll ist. Ich bin gespannt, ich hoffe, wir müssen nicht zu viele Leute halt aussperren, wenn die Plätze vergeben sind. In dem Blogartikel mit dem Link sehen Sie dann noch, was ich heute zusammengefasst habe für die Schnellleser. Ich bin nochmal ins Detail reingegangen, auch ins aktuelle Marktumfeld. Da darf man die Kondition sehen. Wir haben ja sehr, sehr viele Konditionsverschlechterungen gehabt in diesem Jahr, dass Banken entweder die Gebühren für ihre Kreditkarten erhoben haben, wie so eine Sparkasse, die vielleicht 25 Euro hat, jetzt sind es 35, oder auch die Kontoführungsgebühren, das hat in der Presse etwas mehr, also es war offensichtlicher, wurde auch mehr betont. Die Berliner Sparkasse hat, so war die Überschrift zumindest, 70% erhöht die Gebühren, aber auch die Vereinsbank hat eingestellt, die Postbank sagt kostenlos noch ab 3.000 Euro. Und wegen dieser Zahlgrenze, das ist nämlich der Unterschied. Wie wird man Aktivkunde? Aktivkunde ist super einfach zu werden bei der DKB. Es bedarf einen Geldeingang monatlich von nur 700 Euro. Also nicht Gehaltseingang, sondern Geldeingang. Ist jetzt, also für jemanden, der die Bank jetzt nur genutzt hat, quasi einmal im Jahr, um im Urlaub kostenfrei Bargeld abzuheben, früher sich das vielleicht noch erstatten haben können, der wird halt Passivkunde sein. Der hat auch immer noch ein kostenloses Girokonto, also insofern nicht. Und selbst wenn man dieses Passivkonto sozusagen vergleicht mit vielen Angeboten, die am Markt sind, wird man feststellen, dass das ein sehr, sehr gutes Konto ist. Man hat es aber mit den 700 Euro relativ einfach, dieser Aktivkunde zu werden und die weiteren Vorteile zu nutzen. Der Geldeingang, und da habe ich mich auch schon erkundigt, muss auch nicht in einer Summe erfolgen. Das wird vielleicht für den Studenten, der jetzt ein BAföG von 645 Euro bekommt, ja, entgegenkommen, weil er braucht dann noch 55 Euro nur noch quasi selber einzahlen per Überweisung und schon sind die 700 erfüllt. Also es, für smarte Leute, für clevere Leute gibt es einfach Möglichkeiten, sich diesen Status beizubehalten. Für neue Kunden, die jetzt das Konto erst öffnen, ist es auch super toll, weil man hat 12 Monate, ist man, egal wie man das Konto nutzt, auf jeden Fall Aktivkunde. Also man kann es testen, wie man will. Man muss nicht gleich einen ganzen Kontowechsel machen mit allem, dass man sagt, die DKB ist jetzt meine neue Hausbank. Also man kann es machen, braucht man aber nicht. Und hat ein Jahr Zeit, alles sich auszuprobieren. Und entweder es geht ganz normal weiter mit den Konditionen, die man gewöhnt ist, oder wenn man das Konto wirklich nicht genutzt hat, dann wird man Passivkunde, wird einem aber auch nicht stören. Also wer das Konto jetzt nicht nutzt, der wird es auch nicht stören, wenn es weiterhin kostenlos bleibt und halt nur ein paar andere Details auf ihn nicht mehr zutreffen. So, wie geht es weiter? Wir haben das Webinar, genau, da können Sie sich anmelden und dann hier und die Seite nochmal aktualisieren. Was ist in der Zwischenzeit passiert? Wir haben jetzt schon 17 Fragen und ich habe in der Zwischenzeit auch schon ein paar Sachen geantwortet, gucken wir da nochmal rein. Oh, das entwickelt sich so knapp. Ich möchte eigentlich für Sie jetzt das Video online stellen. Wenn Sie jetzt an den Punkt angekommen, wechseln Sie einfach von YouTube auf unser Portal in diesen Blog rein. Hier ist der Link. Schauen Sie, was sich auch an Fragen entwickelt hat. Und wir schauen, wie sich das weiterentwickelt. Und ich freue mich, wenn Sie das einfach als positiv bewerten, dieses Video. Wenn Sie es auch vielleicht weiterleiten. Und dann sehen wir uns demnächst wieder in einem neuen Videoclip.
eventuell nochmal zu einem Thema der DKB. Das ist jetzt gerade eine sehr aufregende Zeit, aber wir haben auch andere Banken im Blick und andere Entwicklungen. Sie dürfen sich über einiges noch freuen. Auch demnächst kommt wieder ein ganz spannender Gastbeitrag, wo ich mich sehr schon darauf freue, der übrigens auch entstanden ist aus der Umfrage, die wir unter unseren Lesern hatten. Da habe ich für eine Lösung gesucht und die Lösung kommt demnächst in einen Gastbeitrag. Also, bis bald, wir sehen uns dann. Tschüss.